Herzlich willkommen zum Tutorial Suche nach einer elektronischen Zeitschrift. Wenn Sie eine bestimmte Zeitschrift suchen, können Sie sowohl nach dem Zeitschriftentitel als auch nach der ISSN, International Standard Serials Number, suchen. Für die Zeitschriftentitelsuche stehen das Bibliotheksportal Primo, die elektronische Zeitschriftenbibliothek und die Zeitschriftendatenbank zur Verfügung. Im Bibliotheksportal Primo nutzen Sie bitte die erweiterte Suche. Wählen Sie den Suchbereich FU-Katalog. Legen Sie als Suchkriterien Titel und ist exakt fest. Geben Sie außerdem Zeitschriften als Typ der Ressource an und klicken Sie auf Suche, um die Suche zu starten. In der Ergebnisliste sehen Sie die elektronische Ausgabe und die gedruckte Ausgabe der Zeitschrift. Klicken Sie auf den Button Online verfügbar. Sie finden eine detaillierte Beschreibung der Zeitschrift und den Hinweis, dass Sie im Campusnetz der Freien Universität Zugriff auf die Volltexte haben. Scrollen Sie weiter nach unten. Nun werden Ihnen mehrere Links von unterschiedlichen Anbietern angezeigt, die zum Volltext führen. Achtung, die Verfügbarkeit der Jahrgänge kann sich unterscheiden. Klicken Sie auf den ausgewählten Link. Sie erreichen die Webseite der Zeitschrift National Geographic und können unter All Issues nach Jahr und Heft auswählen, was Sie lesen möchten. Wählen Sie jetzt im Heftinhaltsverzeichnis den Button HTML Fulltext oder, falls vorhanden, PDF Fulltext aus, um den Artikel zu lesen. In der Regel können Sie den Artikel dann auch speichern. Jetzt suchen Sie das Journal de la Renaissance. Diese Zeitschrift ist im Bibliotheksportal Primo nicht enthalten. Um herauszufinden, in welcher anderen Bibliothek Sie die Zeitschrift einsehen können, klicken Sie oben auf den Button Weitere Tools. In der Übersicht zu weiteren Rechercheinstrumenten finden Sie die elektronische Zeitschriftenbibliothek und die Zeitschriftendatenbank, in denen Sie sinnvoll weitersuchen können. In der EZB sehen Sie zunächst auch, dass die FU keinen Volltextzugriff auf das Journal de la Renaissance bietet. Sie finden andere Bibliotheken, indem Sie die Liste der teilnehmenden Institutionen, die Volltext anbieten, anklicken. Hier sehen Sie, dass die Staatsbibliothek zu Berlin einen Volltextzugriff anbietet. Mit dem Button "Zur gewählten Einrichtung wechseln" erhalten Sie genaue Informationen. Die Staatsbibliothek bietet diese Zeitschrift als elektronische Ressource und in gedruckter Form an. Suchen Sie das Journal de la Renaissance in der Zeitschriftendatenbank, wird Ihnen eine gedruckte und eine elektronische Version angezeigt. Klicken Sie auf den Titel, um die Bestandsangaben zu sehen. Sie sehen, welche deutschen Bibliotheken die Zeitschrift anbieten.
Das Journal de la Renaissance ist in der Staatsbibliothek zu Berlin vorhanden. Sie können entweder persönlich dorthin gehen oder eine Fernleihbestellung aufgeben. Für die Fernleihbestellung klicken Sie auf Bestellen. Für Ihre Fernleihbestellung wählen Sie den KOBV, den Kooperativen Berlin-Brandenburgischen Bibliotheksverbund, aus. Sie gelangen zum Bestellformular. Bitte legen Sie die FU Berlin als Heimatbibliothek fest und melden Sie sich mit Ihrem CEDAT-Account an. Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es ab. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn die Kopien in der Universitätsbibliothek abzuholen sind. Die Wartezeit beträgt ca. eine Woche. Es werden Gebühren von 1,50 Euro fällig, die Sie beim Abholen bezahlen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.